Aber hier hinten kann ich die Tür auch aufschließen? Stimmt, oder? Mach das mal zur Sicherheit. Okay, das geht wohl nicht. Jetzt können wir endlich in die 8. Etage, mein Gott, ey. Ich kotzen, dass ich so lange gebraucht habe, ne? Wollte schon fragen, gar keine neuen Gegner aufgetaucht? Vorher haben wir von da runter geguckt, okay. Wenn das Passwort, das dem Tag des Monats entspricht. Ach, ernsthaft, ich brauche die weiße Schlüsselkarte. Mal gucken uns das mal um, vielleicht finden wir hier eine Truhe. Oh, ein Bluescreen, noch schön. Meister Christopher hatte recht wie immer. Der von ihm vorhergesagte Reinigungsprozess hat nun begonnen. Davis Zeit als Anführer des Heiligen Pfads ist vorüber und sein Sohn wird das Mädchen in unserer Abwesenheit beschützen. Meine einzige Hoffnung ist, dass diejenigen, die uns folgen, unsere Arbeit in unserem Sende weiterführen. Es ist soweit, mein Pfad endet nun. Ich habe keine Angst, denn ich weiß, dass sich die Verheißung der Auferstehung und des ewigen Lebens erfüllen wird. Das ist das große Versprechen des Meisters und der Meister hat recht über das Prinzip des freien Willens. Anacleto. Oh wow. Neunundzwanzig sechzig. Ein Griff. Roberto, ich muss fort. Wenn du es hierher geschafft hast, der Schlüssel zum Verwaltungsraum befindet sich im Empfangsbereich im Erdgeschoss. Du brauchst diesen Schlüssel, Stephanie. There's no way! Did she really just leave me here to die? You know what? Fuck this! There has to be some way to escape through the reception area. I'll find a way out of here on my own. Okay. Haben wir immerhin schon mal die Kurbel? Thank you.
Zwischengeschoss 2, oh mein, also keine Ahnung. Wir fahren jetzt mal kurz. Haben wir in die 7? Wir fahren in die 5, um die Karte zu holen. Erstmal können wir gucken. Welches Datum wir eigentlich haben. Dieses bizarre Monster hat tatsächlich Klavier gespielt. Es kann doch nicht sein, dass sich der Pianist in dieses Ding verwandelt hat, oder? September. Also wir brauchen die Keycard. Weiß ich nur nicht mehr. Und wir packen mal die Mullbinden aus, oder? Davon aus, dass wir September haben. Achso. 18. ne? 7682. Hier steht aber nichts drauf, oder? Hier ist nur 7. Etage. Nehmen wir dann das Datum raus. Öffnet die Tür zum Zwischengeschoss hinter dem Theater. Hinter dem Theater. Hier wird er ja nicht passen. Das Theater da drüben gewesen. Mal kurz, ob das die Tür hier ist.
Zählt das jetzt Theater? Das ist die Tür hier? Ja, okay. Der Schlüssel ist weg. Na fein, was ist das denn? Lass mich kurz überlegen. Wenn das zusammenpassen. Gut, dass man wirklich jedes drehen kann, ne? Das ist bestimmt zu einfach, würde ich mal behaupten. Oh, okay. Das war jetzt nicht so schwer. Ich habe den Empfangsschlüssel. Bricht hier bestimmt nochmal die Hölle los, oder? Aber nicht oben der Verwaltungsbereich, ne? Wir probieren es ganz einfach mal. Ja, doch. Okay. Ich weiß immer noch nicht, in welchem Monat ich bin. Ich könnte doch alle durchprobieren. Aber wenn das Passwort, das dem Tag des Monats entspricht, verdammt. Schreibt in sein Tagebuch auch nicht rein, welcher Tag ist, ne? Juli. Wie komme ich denn jetzt an den Tag ran? Grüß dich, meiner. Wie geht's denn dich? Wait a minute. Das sah aber vorher anders hier aus.
Aber das hat man gehört. Das war bestimmt der Raum, in dem sie sich hier verschanzt haben. Die Leute haben hier geschlafen, das müssen harte Nächte gewesen sein. Ja. Reise in den Verstand. Dann hier. Die Zeichen verschieben, aber ich weiß noch nicht, inwieweit ich die drehen muss. Maria macht hier noch nebenbei eine Maske. Sieht sehr gruselig aus. Eine Metallmünze. 25, 15, 20. Ich hätte jetzt eine spontane Idee, wo das passen würde. Ich meine, gut, dass ich das hier gesehen habe, sonst wäre ich wieder vorbeigelaufen, ne? Obwohl doch hier offen ist. Der Raum. Na komm schon. Ich würde mich echt nicht wundern, wenn das die ganzen Leute aus dem Hotel sind, ne? So, ich gucke jetzt mal, ob sich meine Vermutung bestätigt und das vielleicht der Zahlencode für das Schloss hier ist. An dem Schubkasten. So, was habe ich gesagt? 25 nach rechts, 15, 20. Sechs, sieben, neun. Safe-Schlüssel. Von den kleinen Truhen.
5679. Das klingt irgendwie so ein bisschen strange. Es ist hier dieser Safe. Warum habe ich das jetzt vorhin nicht gesehen? Ist gerade erst aufgetaucht? Nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Klingt doch nach Betray. Habe ich, glaube ich, kein Ende gegeben, oder? Alles klar. Metallschlüssel. Nochmal Metall. Okay. So, jetzt stellt sich mir natürlich die Frage. Was ist dein Fach in Stefanie Safe? Okay. Das sind, glaube ich, jetzt die Schlüssel für diese kleinen Truhen, ne? Da sollten wir mal die 5 fahren, denn der 5 war auch schon einer, ne? Kommen wir nicht ran, weil wir da 4 Dinger brauchen. Wir fahren mal in die 5. Was überlegen, in die 5 oder in die 6? Fahren das mal speichern. Speichern. Wir müssen auf jeden Fall was ablegen. Wir nehmen erstmal die Karte hier raus. Das nehmen wir auch raus und das auch. Überlegen. Hier 6 müssen wir. Quatsch, oder? Die 5 müssen wir runter. Hier links. Ein Zahnrad bezahlen. Wo war noch eins? Ich weiß noch, dass eine Truhe hier im Durchgang irgendwo war.
ist ein Tisch. Nicht auf diesen Tisch, eins höher auf dem Tisch, ne? Noch ein Zahnrad mit Zahlen. Und das letzte war... Oh. Wo habe ich denn so abgeflucht? War das in der 7? Stand hinter diesem Schrank. War ich relativ spät gewesen. War das in der 4? Ja, das Rätsel hier an dem Speicherstand habe ich jetzt noch nicht gemacht. Da war jetzt auch nicht so viel dabei. Jetzt ist ehrlich gesagt nicht mehr, ne? Die 4 kann ich glaube ich nicht fahren. Ne. Versuchen die Story voranzutreiben. Das ist die Enigma, ne? Scheiße. Es würde sich ja anbieten. Ich muss trotzdem in die 1 fahren. Hier komme ich hoch, ne? Ja, das ist ja praktisch. So. Muss den beschissenen Raum wiederfinden.